da war gerade der Crash, ne? Toll. Das kann aus. Das kann aus. Der Rest ist hochgefahren. Moment. Kurz gucken, sind wir unser Transcoding auch los. Danke, Twitch. Das ist doch alles ein Müll, ist das. Alles ein Müll. Subnautica. So, Musik aus, Spielstand laden, komm schon. Der ist witzig, ja, das ist Zyklop. Ich hab noch gar keinen Zyklop. Warning, emergency power only. Oxygen production offline. Na, wenigstens knistert der Sound nicht mehr so, ne? Das ist ja die Hauptsache. Systems online. Da bin ich wieder, so. Das sieht ja schon besser aus. Knackst nicht rum, das Audio. Muss bloß überlegen, was ich machen wollte gestern. Was wollte ich machen? Irgendwas muss ich sammeln. Ich glaube, das war Blei. Die Basis weiter auszubauen und Upgrade-Module. Ich muss auch was scannen, damit ich genau die Verbesserungsstation bauen kann. Also ich muss erstmal irgendwo was finden, was ich scanne. Also irgendwo ein Wrack oder sowas. Gucken wir mal. An so einem Graben was. Gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Was druckt der Scheiß denn hier schon wieder ständig? Ach, ich habe kein Transcoding und guck mir ein Video an, ist klar. Ach Mensch. Danke, Twitch. Danke. Ist eh mal ein Crash, bis dein Transcoding los. Sehr hilfreich. Sehr, sehr hilfreich. Suche eine Absturzstelle von irgendwelchen Viechern. Das könnte was sein. Zur Musik mit zu, ne? Gucken wir uns erstmal alles an. Ist hier noch was zu scannen? Was für Scheißviecher, ey.
War ich hier schon mal drinnen? Nee, ne? Alter, verpisst euch. Spiel auf die Art spielen. Wir können das Spiel auf die Art spielen. Wenn ihr was von mir wollt, dann machen wir einfach, kollidiere ich so lange mit euch, bis ja alles tot ist. Dann meinen Scheiß reparieren. Aber ich glaube, dann sind die schon mal weggelockt, wenn da einer tot ist. Da müsste ich aufschneiden. Auch nämlich von dieser Modifizierungsstation. Noch ein paar Bauteile. Das hilft nur alles nicht. Das heißt, ich muss hier irgendwo. Das kannst nicht aufmachen. Schade, aber hier ist noch was. Batterieladestation-Fragment habe ich schon. Super. Batterieladestation-Fragment auch noch habe ich schon. Super. Ja, nee. Dann muss ich weiter gucken halt, ne? Hier gibt es wohl dann nichts mehr zu entdecken. Gucken. Noch irgendwas Schönes finden wir. Noch nicht gecheckt haben. Na super. Ach, dann ist der Bot doch noch zu blöd. Du hast einmal ein Disconnect, dann macht er gleich noch einen Post. Ich bin live gegangen. Ach Mensch, ey. Einmal mit Profis. Aus hier Nachrichten. Teilung. Klick, Tweet, löschen. Wie habt ihr in dem zu rennen hier? Ihr Scheißviecher? Wollt ihr unbedingt? Ich kann gegen den ganzen Scheiß mal gegenfahren. Los, komm her, du Scheißvieh. So, ist dir jetzt besser gefallen? Weiß. Komisches. Wer ist härter, mein Raumschiff oder ihr? So. Irgendwas wollte ich jetzt hier? Ich könnte einen Bioreaktor bauen. Eigentlich brauche ich Sachen zum Scannen.
ich meine Modifizierungsstation bauen kann. Das ist enorm wichtig eigentlich. Wo finde ich die Sachen zum Scannen? Das ist eben das Problem. Das sind ja meistens irgend so eine Wrackteile. Hier war ich gerade, ne? Du willst mich essen, aber ich sitze hier in meinem Raumschiff. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Vorne ist... Hier ist noch die andere Höhle, okay. Da geht's dann in diese Höhle rein, okay. Sind hier noch irgendwelche komischen Viecher, die mich anknabbern wollen? Ne, die sind nicht mehr hier, gut. Gleich mal. Ein bisschen sammeln. Irgendwas gibt ja hier sicherlich noch Interessantes. Notfalls Titan kann man immer noch wegschmeißen. Das war immer Silber, das war auch wichtig. Kann ich die... Pilze sieht aus wie total Low Graphics, ey. Als ob alles auf Minimum ist. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Hoch, hoch. Glück zum Spiel. Ja. Das ist eine ganz neue Höhle und da muss ich erstmal ein bisschen upgraden an meiner Seemotte, sonst komme ich da nicht rein. Ich kann nicht so tief tauchen. Das ist das Problem. Wenn ich zu Fuß so tief tauche, dann ist es möglich, dass ich nicht mehr nach oben schaffe. Und das muss ja auch nicht sein, ne? So, wir gucken mal, da hinten ist die Seemotte. Da gehen wir erstmal wieder rein. Welcome aboard, Captain. Ich überlege, ob ich mir das vielleicht irgendwie markieren sollte. Mich. Sollte ein Stückchen in die Richtung weiter. Ich brauche schon wieder trinken. Was ist denn das? Alles nicht. Ich fahre erstmal zurück, hol mir trinken. Hilft alles nicht.
könnte auch noch was sein. Der Schatten sieht doch äußerst rotze aus, ne? Das liegt entweder am glorreichen Windows oder am glorreichen ATI-Grafikkartentreiber, ne? Was ist da eine Wand gewesen? Tür schließen, okay. Da ist wohl nichts, okay. Toll, wozu bin ich hier überhaupt reingetaucht, ey, wenn hier nichts ist? Toll, toll, toll. Wir wollten erstmal zurückholen und ein bisschen was zu trinken und dann schauen wir mal weiter. Was hat hier alles? So. Repariert. Mit der Minkpflanze. Kannst nicht essen, so. Ist denn nur für einen Bioreaktor vielleicht interessant? Und zwar noch eine Laternenfrucht. Sicher ist besser. Was hat. Hallo, Sivi. Na? Wie geht's? Wie steht's? Ein paar kleinere technische Probleme gehabt. Erstmal meinen Rechner neu starten, weil ich so ein Knistern hatte. Hat sich natürlich mein Streaming-Programm aufgehangen, weil er keinen Input mehr von der Capture-Karte bekommen hatte. Nur Probleme heute. So. Reicht immer noch nicht, Mensch, ey. SSS. 81. Ja, das passt. Krams hier noch aus. Dass ich wirklich nicht mit Sachen durch die Gegend fahre, sondern vielleicht noch Sachen sammeln kann. Hier ist zumindest Gold gut aufgehoben. Vielleicht das Kupfer und das Silber, vielleicht auch. Weil ich so viel Energiezellen. Reinpacken. Batterie. Zelle. So.
Hätte ich nicht irgendwie noch Chlorbleiche oder so ein Krams? Hier in meinen großen Landtag da oben. Ich hatte doch hier irgendwo Chlorbleiche reingeschoben. Leer. Das sind so eine Ablenkungsdinger. Vielleicht sollten wir davon einen mitnehmen. Der ist leer. Der ist auch leer. Cheat, what is that? What are you? Das habe ich noch nie gesehen. Schiebe ich jetzt eben, weil ich krank bin? Infiziert. Das habe ich noch nie gesehen. Shit, ey. Das macht mir Angst. Komische Sache, das. Komische Sache, das. Produzieren uns ein bisschen Wasser. Obwohl ich letzte Mal schon relativ weit war, aber das hatte ich noch nicht gesehen. Diese Vision. Holy shit. Ist das jemand? Das Glas. Dir könnte ich eine. Okay. Dein Stase-Gewehr. Aber da brauche ich Magnetit. Na toll. Magnetit habe ich nicht. Jetzt schon mal trinken. Ja, vielleicht zwei mit. Sollte ich jetzt eigentlich schon gewappnet sein. Wo muss ich hin, um diese Station zu bekommen? Modifizierungsstation. 1556, danke Power Shooter für den Loot. Weil ich gerade. War ich hier schon? Ich glaube, ja, bin ich schon mal lang geschwommen. Können noch ein bisschen Energie sparen, solange es noch Tag ist. Kann man. Ich glaube, das Ding habe ich letztens schon gesehen vorhin. Nichts Spannendes, dann fahren wir mal ein Stückchen weiter in die Richtung. Kommt hier irgendwo noch was? Vielleicht. Mit einer gewissen Chance. Scanner ausgepackt. Nischt, 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 nischt. Nischt, nischt, nischt. Bioreaktorfragment haben wir schon. Haben wir schon. Was ist das? Verkaufsautomat? Okay. Nehmen wir. Was haben wir sonst noch? Nix. Und wieder nix. Kann man das scannen? Mal nicht scannen. Da hinten ist diese Kapsel, okay. Können wir da mal kurz hin? Titan kannst du behalten. Höhle. Noch eine Höhle. Hier war ich schon mal.
Ja, war ich schon mal. Erstmal wieder zurück. Die Luft wird knapp. So. Hier sind die wertvolleren Sachen. Hier ist Blei zum Beispiel gerade gewesen. Haha, hat er nicht geschafft. Du wolltest nicht essen, nix gibt's. Nix gibt's. Komme ich da rein? Nee. Ich muss irgendwas scannen. Das ist ganz wichtig, dass ich irgendwas finde, was ich scannen kann, was nach einer Modifizierungsstation aussieht. Meter. So. Erstmal umschauen, was hier alles so in der Nähe rumschwimmt. Laserschneider-Fragment immer. Warum kann ich jetzt bauen? Cool. Lass mich ein bisschen umgucken. Das könnte sonst gefährlich sein. Da oben ist noch was, was ich abbauen kann. Leider nichts Wertvolles gewesen. Holy shit. Hier nicht durch. Nicht vorgesehen, dass ich hier durchfahre. Nee.
kommst wohl nur zu Fuß durch oder so, wa? Nee. Cool. Ist hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus, als ob irgendwas Gefährliches hier in der Gegend wäre. Die Viecher, die tun einen nichts. Können wir ja mal aussteigen. Vielleicht nicht gegenkommen. Gucken wir uns nochmal in Ruhe um. Rotschirm heute schon gescannt, okay. Grüne Ding da, habe ich den auch schon? Jetzt okay, haben wir. Das Ding haben wir auch. Kann man den überhaupt? Rote Wiege. Und in der roten Wiege. Okay. Ja gut. Kein Plan, ob wir das mal irgendwie brauchen. Da oben ist noch was. Da ist noch was. Hier noch nicht. Jolantenqualle. Ne? Okay. Das war nicht meine Absicht. Durchquälen hier. So. Also Rohstoffe sind ja hier ganz gut, aber... Naja. Das ist nicht das, was ich suche. Rohstoffe sind nicht das, was ich jetzt primär suche. Da ist ein Vieh drin. Oh, shit. Aber das Vieh wird schon realisieren, dass es mir hier drinnen nichts anhaben kann. Und ich das Ding auch immer wieder variieren kann. Das ist wieder so ein Laserding, denke ich mal. Ja, ja. Ab. Du kannst mir nix. Ist das hier wieder so ein Laserding? Wieder so ein Laserding. Brauche ich nicht. Absolut keine Orientierung, wo ich jetzt gerade bin. Aber das sieht aus, als ob es hier weiter erforscht werden könnte. Mal gucken, war ich hier schon mal? Shit, ich glaube, hier war ich schon mal. Zumindest da war ich schon mal drin. Die Tür hier irgendwie auf.
glaube nicht. Ja, so ein Laserschneider drin, den brauche ich aber nicht. Ich brauche eine Modifizierungsstation. Haut des Korns, wichtig. Jetzt wieder runter, okay. Ein Stückchen lasse ich mir gefallen. 200 Meter kann ja die Seemotte tauchen. Stückchen mache ich mit. 20. Gold, Inventar voll. Einmal den weg. Hinterher. Aufnehmen. Moment, bevor ich einsteige, das Ding weg. Das Ding weg. Welcome aboard, Captain. So. The conditions in this cave support a microcosm of unique, possibly predatory life forms. Detecting an artificial structure somewhere in the region. Aha. Toll. Kann aber nicht großartig tiefer. Das ist mein Problem. Ich glaube, hier ist auch nichts zu scannen, oder? Predatory Lifeform. Ja, ja. Ich habe eine Idee. Wir haben doch hier eine coole Signalboje bei. Wir werden die hier aussetzen, die so eine Signalboje. So. Wie war das hier? 4. Nee. So, Purple? Purple. Wir nennen das Purple. Wo ist meine Seemotte? Es wäre jetzt schlecht, wenn die hier irgendwo kaputt geht. Gerade wenn man 200 Meter unter Wasser ist, wäre das schlecht, ne? Wenn man mal sein Tauchschiff los ist. So, wieder raus aus der Höhle. Wir haben Bookmark gesetzt. Hey, lass mich raus hier. Willst du mich hier rauslassen? Let me raus. So. Also die Höhle werde ich wiederfinden. Scannen. Seemottenfragment, Scheiße, habe ich schon. Scheiße. Habe ich schon. Seemottenfragment. Habe ich schon. Seek fluid intake. Naja. Vital signs stabilizing. Nicht so lange rumtigern hier, ey.
Was hier ist, so ein Laserding, das brauche ich aber nicht. Das brauche ich nicht. Da unten ist schon wieder so ein scheiß Vieh, was mich töten will wahrscheinlich. Mein Gott, will mich nicht töten, ne? Das ist dann wieder die andere Frage. So tief runter, ey, scheiße. Ich würde gerne wissen, was das alles ist hier, aber ich komme da nicht hin, das ist so tief. Warning, maximum depth reached, hull damage imminent. Hull damage imminent, ja, ich weiß. Ich glaube, ich komme auch in eine Region, die ist nicht so gesund für mich. Habe ich so das dumme Gefühl. Weil dunkles, offenes Wasser ist meistens nicht so gesund. Da unten schwimmt schon so ein Teil, was auch wieder mich schnell kaputt machen kann. Gucken wir uns erstmal weiter um. Schon wieder bestimmt so ein Laserding drin, ja. Bringt mir nichts, habe ich schon. Modifizierungsstation, bitte. Wieder so ein Laserteil. Also wenn ich Laserteile brauchen würde, wäre das hier ganz gut. Da ist Uni. Wieder rein und weg. Was ist das? Kann man das sammeln? Kristallines Uranit? Nehmen wir. Oder? Nimmt das überhaupt was? Hochradioaktives Material. Ist vielleicht nicht so gesund, wenn ich damit durch die Gegend fahre, ne? Hochradioaktives Uranit. Huch. Huch. Mensch, hier gibt es so viel zu entdecken und ich weiß nicht, wo ich bin. Da geht's noch tiefer. Verdammte Axt, und ich kann nicht so tief tauchen. Ich hätte mir irgendwas folgt. Das wäre suboptimal. Weil Schiefer ist immer gutes Zeug drin, ne? Diamant und so. Wenn wir schon eine Standard finden, was irgendwie wichtig wäre, hier ist eine Höhle. Höhlen sind immer interessant, da kann man mal drin herumlurken.
Und echt coole atmosphärische Soundtracks hier. Für dich. Da geht's auch nochmal in so eine Höhle rein. 74 Meter, nee, das ist mir zu tief. Die Seemotte ist halt gar nicht so gesund. Wir steigen erstmal aus und reparieren das Teil, ne? Wäre eine Maßnahme. So. Welcome aboard, Captain. Wer weiß, was mich noch alles anknabbern will. Ist halt immer gut, wenn man ein repariertes Schiff hat. Ich glaube, ich bin hier nicht so richtig, richtig. Nee. Das bringt hier nichts. Offene Wasser, das scheint schon wieder so, als ob ich da dann gleich so einen großen sehe. Der mein Schiff zerquetscht. Warning. Nichts. Was sind das hier unten? Das müssen wir uns mal angucken. Ach shit, nein. Okay. Ist nichts, was ich jetzt aktuell abbauen kann. Ich muss echt auf die Höhe achten oder die Tiefe, weil es geht Seemotte kaputt. Sicht. Schmeißen erstmal irgendwelche billige Zeug raus. So. Können wir nämlich das bessere Zeug mal. Scheiße, da ist auch bloß so was. Silber, ja, nehmen wir. Ja, zur Not nehmen wir das auch. Da rollt der Scheiß runter. Weil ich nicht mehr brauche. Titan gibt es echt in Massen. Da muss ich jetzt mir keine Sorgen machen, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Titan gibt es wirklich in Massen. Oh, 196 Meter. Wir schwimmen mal hier an der Kante weiter. Da vorne kommt schon wieder die Basis. Das ist Kacke. Da ist diese. Okay. Diese Geräusche machen mir Sorgen. Diese Geräusche machen mir Sorgen, ja? Die habe ich lange nicht gehört. Irgendwas ist da bestimmt komisch. Also, halten wir uns nicht so lange auf hier. Ach shit. Will dagegen gesimmelt. 150 Meter. Muss immer ein bisschen aufpassen, weil ratzpatz ist das Vieh vor dir und dann
schnappt sich die Seemotte und dann bin ich möglicherweise auch erstmal RIP. Ein Stasegewehr wäre nicht schlecht. Das Ding mir mal bauen weg. Da schwimmt zum Beispiel schon mal wieder so ein Alien. Da ist so ein Smoker. Okay. Bergauf. Steil bergauf. Okay. Finde ich nicht wirklich was Interessantes. Tiger machen wir hier rüber. Ah, so ein Vieh, immer auf größere Viecher achten, weil wäre nicht gut, wenn damit mal so ein großer Leviathan um die Ecke kommt. So. Davon. Okay. Wie konnte das nur passieren? Schwimmen auch wieder so eine Viecher rum. Modifizierungsstation, wenn man denn eine braucht, ne? Ist man verlassen. Meter. Da hinten schwimmt einer. Weg! Der war groß. Dicht. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Dass das Vieh mich nicht gesehen hat. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, los weg hier. Das sagt mir denn, hier muss ich nicht unbedingt weiter suchen. Weil das einfach zu gefährlich ist. Und tiefdunkles Wasser ist vielleicht auch nicht so gut. Kann man hier irgendwas scannen? Das sieht nicht so aus. Oder ist das jetzt wieder Nacht? Es hier gibt wieder Sachen zu erforschen. Hä? So sieht es jedenfalls aus. Ah, fuck, ey. Ich hab nichts zu essen bei. Die Viecher, glaube ich. Hilft alles nicht. Ich muss mich auf den Rückweg machen. Medikit brauche, ey. Na, dann weiter.
Und was hinter mir da? Bin aber schnell. Schnell zurück. Schnell zurück. Da kann man nur noch hin, okay. Das gucken wir uns gleich an. Jetzt erstmal was essen. So. Vital signs stabilizing. Gut. Packen wir erstmal Zeug aus. Ist vielleicht nicht so gut. So, was? Das nehmen wir auch noch raus. Da haben wir auch noch einen von gefunden. Schieß nehme ich erstmal eine Tasche. So. Schon mal eingeladen. Kristallines Uran, hochradioaktives Material. Bäh. Das kann nicht gut sein. Das kann nur ungesund sein. Laserschneider, zweimal Diamant, eine Batterie, Titan, Höhlenschwefel. Haben wir. Aber erstmal essen. Essen, essen, essen. So, besser. Dann brauchen wir Diamant, sagt er. So, mal gucken, wo wir die Krams haben. Höhlenschwefel. Was denn noch? Titan, nicht dein Ernst. Ich habe jetzt kein Titan in der Tasche. So. Laserschneider, yeah. Komm, ich nehme mich da rein. Oh. Haben wir noch eine Nachricht? This may be your only communications window. We can't send a rescue ship all the way out there. So Aurora, you're just gonna have to meet us halfway. Uploaded blueprints to the ship's computer. Sandwich run, you in? Yeah, give me a second. Black box data shows the high security terminal in the captain's quarters is still functional. Becky's leaving like in 5 minutes. All right, well, tell Becky I'll just take the regular. The regular? Yeah, she'll know what I mean. The code should and be... if she doesn't?
Just tell her the regular, dude. Okay. The code. I say regular, she's like, what's the regular? I have to come all the way back up here. The code should be 2679. The regular's just a ham and cheese. Okay, would you just say ham and cheese? Ham and cheese. Okay. Okay. Chicken und Käse. Chicken und Käse. So. Essen wir noch ein paar Laternenfrüchte. Essen wir uns noch mal gesund. So, vielleicht noch was zu trinken mitnehmen. Müssen wir unsere Seemotte mal reparieren. Welcome aboard Cal Systems Online. War das hier? Wenn man hier alles doppelt und dreifach entdecken muss. War so richtig. Punkt, nee. Sieht nicht so aus. Die Tür sieht aus, als ob man so aufmachen kann. Kann man aber nicht mehr. Mäh, mäh, mäh. Huch. Verdammte Axt, ey. So, starten wir den neuen Versuch. Mal gucken, in welche Richtung wir jetzt fahren. Modifizierungsstation. Was hilft alles nix. Da ist schon wieder ein Funkspruch. Meter reinfahren. Meter unter Wasser. Jetzt hätte ich mal noch eine Boje gebraucht. Wir sind überall so eine Scheißviecher, ey. Die mich anknabbern wollen, so eine Piranhas.
müde. Da ist noch so einer. Da ist noch so einer. Cheat. Hingemietert. Ich glaube, in Bewegung bleiben ist das sicher das Überleben. Oder? Kommt mir irgendwas hinterher? Ich kann nachher den Zyklop eher bauen als alles andere. Ach du Scheiße, ey. Ach du Scheiße, ey. Überschwimmen Viecher hier rum. Ach du Scheiße, ey. Ach du Scheiße. Maschinenbauplan. Na toll. Rückenfragment. So, muss zurück zur Seemotte. Unbedingt. Nicht, dass der den auseinander nimmt, ey. Neue Seemotte. Ey, nee, ne? Hat er die schon? Oh, Scheiße, ey. Neunzehn. Schnell weg hier. Los, schnell weg hier. Sehr gefährliches Gebiet gerade. Kurz vor meiner Seemotte. Weg. Hallo, Tanja. Holy shit. Habt ihr das gesehen? 19 Hitpoints. 19. So, folgt mir irgendwas? Nee, gut. Gewesen, meine Seemotte, ey. Das ist ja nicht schön. Nicht schön. Würde ich ein bisschen drauf achten, in welche Richtung ich fahre, dann wüsste ich wahrscheinlich auch, wo ich die ganzen Rohstoffe finde. Orientierung, das ist immer so eine Sache, ne? Gerade auch unter Wasser. Überlege auch schon mal zur Aurora zu fahren. Vielleicht wäre das auch nicht so schlecht.
Vielleicht verliere ich da auch mein Schiff. Genau, ich kann Bojen setzen. Ich glaube, das sollte ich dann auch machen, ja. Ja, zumindest sinnvoll. Bojen zu setzen, denn. Wann ist noch so eine Crash-Zeit? Hätte ich die schon mal. Du willst mich schon wieder essen, ne? Alles klar. Irgendwo war noch hier was, hm? Hab ich schon. Das ist doch Kacke. Auch diese Fahrzeugstation, mobile Fahrzeugstation. Aua. Aua. Du hast das Spiel und kannst das nicht spielen, warum? Dein Vista will das nicht, oder was? Was du gestern geschrieben hattest? Echt? Das ist ja schade. Das ist wirklich schade, dass er da nicht will. Ist nämlich sehr, sehr atmosphärisch. Holy shit, ey. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Bioreaktor habe ich doch schon 27.000 Mal gescannt, ey. Den scheiß Bioreaktor. Seemottenfragment habe ich schon. Ist doch Kacke. Raumfragment habe ich schon. Okay. Wo ist die Seemotte da hinten?
Ich sollte mir ein paar Bojen bauen. Du hast ja irgendwo recht. Sollte ich mal machen. Schießt das Teil hin? Alles, was sich bewegt oder was? Auch schon mal. Richtig. Das ist natürlich schade, wenn du das Spiel auch hast und das nicht benutzen kannst, weil das ist extrem schade, finde ich auch. Ein echt geiles Spiel. Sehr, sehr atmosphärisch. Guck mich nochmal um, nicht, dass ich hier irgendwo was Großes hinter mir habe. Okay. Sieht noch gut aus. Jetzt scannen wir die Viecher hier mal. Gewöhnlicher Lampenbusch. Okay. Dann sammeln wir hier vorne nochmal Gold. Nice. Eben die Tiefe macht es aus, was man findet. Ich glaube, das Vieh lasse ich besser in Ruhe. Ich glaube, das ist gar nicht so aggressiv. Detecting volcanic activity and several unusual electromagnetic signatures in the region. Exercise caution when diving deeper. Wir machen am besten mal das Licht aus, dann sieht uns keiner. Jetzt. Kann ich nicht weiter scannen? Hä? Was denn? Man sollte auch mal auf die Meldungen achten, ne? Batterie leer, ja. Ist mir auch gerade aufgefallen, stand ja auf dem Display, Alter. Hallo, willkommen. Das ist ungefähr mein drittes oder viertes Mal, wo ich Subnautica spiele. So ein paar Sachen weiß ich ja, aber ein paar Sachen sind echt neu für mich. Zum Beispiel hier, wo der vorhin halt seine Vision gekriegt hat, das habe ich zum Beispiel noch nicht gehabt. Ja, dafür wurde schon öfter mal meine Seemotte zerstört, weil ich halt so ein Levitian große Teil begegnet bin. Ne? Was ist das da unten? Ein Gelsack oder was? Müssen wir analysieren. So, und dann machen wir... Oh shit, ich habe kein Messer. Wo ist mein Messer? Hallo? Messer?
Da. 5. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Schnell zurück. Nee, ich möchte die ja züchten. Ich möchte die Gelsäcke ja züchten. Ich muss und so jetzt mal zurück. Holy shit. Und so ein klein bisschen Backseat Gaming wäre gar nicht schlecht, weil ich suche die scheiß mobile wie nennt sich die? Erweiterungsstation oder sowas. Verdammt. Da ist das Vieh. Das bin ich schon so oft begegnet und hat meine Seemotte kaputt gemacht. Weg hier. Mobile Modifizierungsstation, so heißt der Kram. Ein Tauchdock habe ich schon, ja. Da ist das Purple. Und ich baue mir dann auch gleich mal ein paar Markierungsdinger. Weil ich brauche jetzt was für meine Seemotte, dass die erstens tiefer tauchen kann und zweitens vielleicht sogar... Ja, mal gucken, was man da so alles modifizieren kann. Kompass, meinst du? Das war gemein von dir, Tanja. Dann frag Google. Soll ich jetzt hier on stream googeln oder was? Vielleicht gibt es ja so einen allgemeinen Tipp irgendwie, dass man in dem und dem Bereich suchen sollte oder keine Ahnung. Ladestation. Okay. Bilderrahmen habe ich auch noch nicht. New blueprint acquired. No Signal, no Signal. Nicht dein Ernst. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Ich hasse das im Dunkeln unter Wasser zu sein. Habe ich das schon mal gesagt? Welcome aboard, Captain. Echt? Ich habe schon Ewigkeiten jetzt. Ey, hau ab. Was ist denn das? Piss dich. Scheiß Vieh. Der will mich knabbern. Die Sau. Autsch. War hier irgendwas? Achso. Shit. Voll gegengesammelt. In so einem Wrack meinst? Ich meine, ich habe auch von dieser Modifizierungsstation einige Teile. Seemottenfragment, meh. Meh, meh, meh. Der schießt auf mich. 43, holy shit. Das hat der richtig geklappert. Moment. Wir müssen erstmal ein bisschen aus dem Gefahrenbereich raus, wo mich irgendwelche Sachen angreifen. Fluid Intake. Ich werde so erstmal zurück. Ich werde erstmal zurück. Das ist, glaube ich, das Beste, was ich machen kann. Wo ist meine Kapsel da? Erstmal zurück.
sollte ich bauen. Okay. Das stimmt, dann kann man gucken, in welche Richtung man losgetigert ist, ne? Osten, Westen, Norden. Ein paar Bojen sollte ich hochbauen, damit ich mir das mal markieren kann. Das ist ja ein riesiges Unterwasserareal und da dann noch irgendwie sich zu orientieren, ist schon ein bisschen schwer. Sollte vielleicht meine Seemotte mal reparieren. Und mit Aufschneiden, das kann ich auch erst seit vorhin, also glaube ich. Ich habe mir vorhin auch erstmal so einen Laserschneider gebaut. Den konnte ich zwar schon eine Weile bauen, aber die Materialien hatte ich noch nicht. Also soweit sieht meine Vase schon mal aus. Ich habe hier einen Multifunktionsraum mit so einem Dock hier gebaut und innen drin ist eigentlich noch gar nichts. Welcome aboard, Captain. Boah, das wäre total nett von dir. Wenn du mal guckst wegen einer Karte oder so, dann sagen kannst, fahr mal in die und die Richtung oder so. Ich meine, das ist vielleicht auch ein bisschen vom Spawn-Zufall abhängig vielleicht. Da das nicht immer an derselben Stelle spawnt. Das ist möglich. Ich habe auch auf jeden Fall schon mal wieder Ofen Titan und so. Kupfererz brauche ich. Kupfererz. Meine Gelsacksporen, die sind eben dafür da, dass ich dann im Ausbeet Gelsäcke selber anbauen kann. Ne? Dann brauche ich nicht immer da hintigern, wenn ich irgendwas brauche. So ein bisschen Unabhängigkeit ist schon cool. So, drei Stück, denke ich mal, reichen erstmal, oder? Gibt hier noch irgendwas, was ich noch bauen könnte, was sinnvoll wäre? Stase-Gewehr vielleicht, aber ich habe noch kein Magnetit. Ich kann ja mal die Sachen aufmachen hier, also diese Modifizierungsstation. Wo ist denn das nochmal? Oder kann ich die inzwischen schon? Ich probiere das gleich mal. Klopmaschinenbauplan habe ich schon. Scannerraum. Scannerraum wäre ja wahrscheinlich auch nicht so verkehrt, ne? Hier, Modifizierungsstation, 1 von 3. Da scheitere ich so ein klein bisschen dran, ne? Und ich glaube, das hatte ich beim letzten Spiel auch. Dass ich daran so ein bisschen gescheitert bin, an dieser Modifizierungsstation, dass ich die nicht mehr gefunden habe. Vielleicht finden wir noch interessante Sachen. Die Wasserpflanzenart soll sich an
Wachstum in tiefen, sandigen Umgebungen angepasst und eine Aufrechterhaltung ihres Feuchtigkeitsniveaus gegen vergleichsweise extreme Außentemperaturen entwickelt. Das Wurzelsystem kann das Schiefergestein, auf dem es wächst, aufspalten und so in einem festen Ankerpunkt bilden, sodass Fressfeinde die Pflanze nur abgrasen können, ohne sie ganz herauszureißen. Das Abgrasen führt dazu, dass sich Teile der Pflanze lösen, wobei jeder Teil sich wieder in der Lage ist, eine voll ausgewachsene Pflanze zu bilden. Was das hohe Aufkommen an Lampenbüsche in einigen Teilen des Planeten erklärt. Beurteilung in kleinen Mengen essbar, hoher Wassergehalt. In kleinen Mengen essbar? Okay. Landenqualle. Keine photosynthetischen Zellen gefunden. Das weist auf ein fleischfresserisches Verhalten als Anpassung an lichtarme Umgebungen. Follikel entlang der Tentakel können wir Kontakt mit Fremdkörper erkennen und eine elektromagnetische Entladung bis zu 600 Watt auslösen. Die Beute wird scheinbar gelähmt und über mehrere Wochen hinweg verzehrt. Beute kleine Fische. Beurteilung mein. Oh shit. Warte. Ich sehe das trotzdem. Dankeschön. Da ist eine Karte. Moment. Mein Bot ist da ein bisschen eigen. Mit den Links posten, aber ich sehe das trotzdem, was du da gepostet hast. Lass mich mal kurz gucken. Die Crashzone. Okay. Da stehen eigentlich auch bloß die. Ja gut. Da sieht man dann noch alle Wracks, ne? Okay, okay, ich sehe schon. Da sieht man dann alle Wracks. Das wird denn wahrscheinlich helfen. Thermalwind ist da. Wo ist eigentlich meine Basis? Da, okay. Mushroom Forest. Ja, nicht schlecht. Lass ich mal offen. Dankeschön. Da gucke ich gleich nochmal rein, wo denn die Wracks sind. Also du hast ja recht, das ist in so einem Wrack. Das weiß ich ja eigentlich auch. Bloß hat mich ein bisschen gestört, dass ich da schon so viele Wracks abgesammelt habe und immer noch keine Modifizierungsstation habe. Ne? So. Verbindung abbrach, hat die Altera-Zentrale. Es gibt eine Hochsicherheitskontrolle. Konsole im Quartier des Captains hinter dem Krebsdock. Sollten die Baupläne verfügbar sein. Der Code lautet okay. Ja. Was bist du? Ich nämlich Halluzination gehabt. What are you? Richtig, richtig. Das werde ich auch machen. Aber ich werde erstmal gucken. Flüssigkeitsaufnahme. Ich habe da auch schon wieder einen Funkspruch. Siehst du ja. Also ich habe mir schon mal ein bisschen Nahrung besorgt. Verdammt, ich muss erstmal ein paar Sachen auspacken. Nee. Kupfer hier reinschmeißen. Andere liegt eigentlich immer woanders drin, ne? Und ich will ja nichts durcheinander bringen, also das Gold kann dann hier rein. Den Kram nehmen wir hier nochmal raus und packen das dazu und das dazu, da das so halbwegs dasselbe ist, was da drinnen liegt immer, ne? Höhlenschwefel rausnehmen. Der kann hier mit drin, die beiden Sachen auch, ne, können nicht, verdammt.
Nee, Tanja, danke. Trotzdem, dass du es machen wolltest, ne? Irgendwo hilft das sicher. Aber ich muss erstmal überlegen, erstmal was essen. Vital signs stabilizing. Kämpfen wir uns hoch. Ich habe jetzt keine chinesische Kartoffel mitgenommen. Ich habe keine Melonen damit genommen. Natürlich mal mitmachen sollen, die einen hohen Wassergehalt haben. Ich habe einfach nur die Laternenfrüchte erstmal eingesammelt. Ne? Das waren so eine grundlegende Nahrungsversorgung schon mal hat. Hier haben wir noch eine Flasche Wasser. So. Packen wir uns noch ein bisschen Blei ein. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich Quarz dafür. Ich glaube nur Blei. Ah. Ach Gott. So. 5. Muss man überlegen. Rein. Habe ich nicht irgendwo einen Außenbeetkasten gehabt? Da. Farming alien plants is a proven survival strategy. Craig McGill survived 47 months on a healthy, raw salad of live tree roaches and stank root. So, haben wir das schon mal? Tiger war hier wieder rein. Welcome aboard, Captain. Ich habe mir natürlich alles zugebaut hier, ne? Nicht glücklicher. Kriegen wir aber alles hin. Wollte ich jetzt so den ganzen Krams hier noch mit rausnehmen. Da ich meine eigenen Gelsäcke züchte. Da sind sie. Sind die nicht süß? Die kleinen. Du sagtest ja, so ein Bioreaktor wäre auch mal was, ne? Momentan komme ich zwar mit den Solardingern ganz gut klar, aber so ein Bioreaktor wäre echt schon was Cooles. Oder haben wir noch 2x Quarz? Das haben wir. Die. Ich glaube, die meine ich, ne? Oder verwechsel ich da jetzt was? Ich brauche die Modifizierungsstation, die meine Seemotte ermöglicht, hier Module einzubauen. Und so, und wo ich dann halt diese tiefer Tauchmodule einbauen kann und sowas alles. Und ja, die kann ich leider noch nicht bauen. Beide? Okay. Hm. Verdammt. ein Batterieladegerät wäre auch nicht schlecht, ne? Oh, eins nach dem anderen. Das Funkgerät hat geblinkt. Was haben wir hier? Das ist eine
has sunk beyond safe diving distance. Do not attempt retrieval without submersible support. Signal location uploaded to PDA. Okay. So. Jetzt checken wir mal, was der Kompass. Wo der Kompass steckt. Kompass. Kupferdraht und Kabelsatz. Okay, das kriegen wir hin. Kupferdraht habe ich hier irgendwo schon rumliegen. Ein Kabelsatz kostet ja Silber. Wo ist mein Kupferdraht? Habe ich den schon wieder aus verbraucht? Bestimmt schon irgendwo wieder verbraucht. Wo baue ich denn den? Ausrüstung? Ach da, gefunden. So, nur habe ich ihn. Ach, das hier oben, das ist jetzt neu. Alles klar. Da hinten. Auf dem Meeresboden gesunken. Da könnte ich aber auch nochmal hinkacheln. Kompass, ja. Okay. Was könnte man noch? Sinnvolles bauen. Hier diese Modifizierungsstation. Weil dann würde ich gerne nämlich auch diese Tauchflasche hier bauen mit ultra hoher Kapazität. Ich brauche Lithium habe ich nämlich und hier ultra gleitfähige Schwimmflossen. Das hätte ich auch alles rumzuliegen. Die Resis. Ich weiß nicht, wo ich das bauen tue. Modifizierungsstation einerseits und dann andererseits die Moment mal, die Sau ist mir viel zu laut, ey. Drehen wir ein bisschen den Takt runter. Ey, meine Grafikkarte brüllt mich nämlich gerade an. Erweiterung. Also das eine kann man hier mitbauen. Aber da sagt er Bestandteile unbekannt. Aber das andere weiß ich jetzt nicht, welche diese andere Station. Ich die gebaut bekomme. Muss auch erst finden. Das dachte ich mir schon fast. Verdammt. Aber gut. Wäre ja sonst zu einfach, ne? Ziehen wir uns noch ein paar Laternenfrüchte rein. Bauen vielleicht noch mal was daneben oder dahinter. Ein Fundament. Ja, das hatte ich ja schon mal, wo ich das erste Mal Subnautica gespielt hatte, aber allerdings, als fehlt das Blei, ne?
Ah, so viel Blei habe ich. Scannerraum, Titan, Kupfererz, Gold und eine Tischkorallenprobe. Tischkoralle. Das war so eine rote gerade. Was für ein Zufall. Kupfer, Gold, das brauchen wir auch alles noch. Hey cool, die Gelsäcke sind schon fast ausgewachsen. Das geht ja schnell. Gold und Kupfer. Nein, 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 nein. Ich muss das mal anders positionieren hier. Bei Gelegenheit. Kupfer und Gold. Hier haben wir Gold. Und hier haben wir Kupfer. Müsste doch denn eigentlich. Na, die verstärken doch denn meine Gesamtbasis, wenn ich die Fundamente benutze. Sozusagen. Oder habe ich da was jetzt falsch verstanden? Titan, okay, ich habe bloß zweimal Titan in der Tasche. Nee. Moment, da lang. Titan. Weil wenn ich sonst zu viele Sachen anbaue an die Basis, dann sinkt doch die strukturelle Integrität. Und das kann ich dann mit diesen anderen wieder ausgleichen, denke ich mal, ne? Mit diesen Fundament. Ne? Kommt doch gleich die Meldung, wenn ich das jetzt fertig gebaut habe. Warum kann ich den nicht bauen? Was denn hier schon wieder? Oder muss der in der Luft hängen? Nee. Warum? 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 Das ist doch Kacke. Alles rot. Ich würde schon gerne in der Verbindung haben. Können wir den da drüber setzen? Können den da drüber setzen. So. Dann müssten wir noch eine Leiter bauen. Irgendwie so. Welcome aboard, Captain. Nee, wohl nicht, ne? Das war jetzt Kacke, was ich gemacht habe, glaube ich. Der ist nicht zugänglich von unten. Das war Mist. Da muss ich von der Seite irgendwie rein. Meinst du? Ich komme von der Mitte da rein. Ich glaube nicht. Ja. Zu hoch drauf gebaut. Das geht ja nur so. Genau, mit dem Scannerraum geht's nicht. Das dachte ich mir nämlich auch schon. Aber warum? Warum kriege ich den hier nicht hingesetzt? Hier so. Warum? Warum? Das sieht doch total perfekt aus. Warum geht das nicht? Echt jetzt? Meinst du, das Fundament ist im Weg? Bauen wir mal ab. Genau. Scheiß Fundament. Man kann sich das Leben auch schwer machen. Ich wusste doch, ich hatte schon mal so einen alten Scannerraum.
So. So, machen wir den neuen Scanner rum, da. Gucken wir mal. Was wir machen. Und dann braucht man natürlich auch noch diesen Erweiterungschip, ne? Dass man das sich selber projizieren kann irgendwie. Klar, bauen wir. Magnetit habe ich nicht. Hier, einmal Magnetit müsste ich dir. Heißes Gebiet. Fragment? Ist dieses Fragment das, was ich suche? Sind das diese Sachen hier, diese Wracks, ne? Ich glaube, wenn ich danach jetzt scanne. Oder eigentlich stand ein Wrack auch nochmal extra, ne? Warte mal kurz. Teilschrott, da Wrack. Könnt auch nach Wrack scannen. Fragmente sind zum Freischalten. Okay. Eine Datenbox ist auch immer cool, ne? Ich glaube, da habe ich schon. Oh, die ist ganz schön weit weg. Das scannt ja auch bloß irgendwie in einem bestimmten Bereich, ne? Fragment. Ich lass mal auch Fragmente scannen. Und ich denke mal, das ist jetzt ja auch positionstechnisch korrekt angegeben. Also wenn ich hier von meinem Dings hier Scanner aus in Richtung Westen laufe, dann müsste ich das da finden, oder? Wenn ich jetzt hier so stehe, ne? In Richtung Westen. Sollte dieses Fragment doch zu finden sein. Bloß da ich das jetzt nicht in meinen HUD übertragen kriege, ist das doch ein bisschen doof, ne? Hm, da bräuchte ich wieder Magnetit. Hab ich eine Kamera? Geht die überhaupt so weit? Ich glaube, die geht bloß 500 Meter, die Kamera, ne? Irgendwie so war das doch. Hä? Wo ist denn das Fragment jetzt hin? Hä? Ah ja. Da 300 Meter. Und wir sind... Wie komme ich hier wieder raus? Okay. Kein Surf des Nacht. Wieder eine Meldung.
So. Hier kann man ja nichts mehr anmachen. Da könnte ich eine neue Seemotte höchstens bauen. Ja, stimmt. Ja. Kann ich nichts mitmachen zurzeit. Auf der Aurora war ich auch noch nicht. Also so viel noch zu entdecken. Oder ein Reaktor, ja, du hast recht. So ein Bioreaktor, ne? Warte mal. Upf. Habe ich den nicht schon erforscht? Titankabelsatz Schmierstoff. Bei quälen hier. Titan, Kabelsatz, Schmierstoff. Titan habe ich in der Tasche. Kabelsatz kostet Silber. Haben wir noch Silber? Ja. Schmierstoff hatte ich doch hier irgendwo auch noch rumliegen. Einmal reicht das? Nein. Shit. Ich muss sie mal umsetzen. Das mache ich jedes Mal, ne? Vielleicht hätte ich den Kabelsatz vorher bauen sollen. Aber für das Wärmekraftwerk brauche ich wieder Magnetit. Das habe ich leider noch gar nicht. Noch gar nicht. Weiß ehrlich gesagt auch nicht wirklich, woher ich das kriege. Und ich glaube, da muss ich auch tiefer für tauchen, ne? Also das Magnetit, glaube ich, ist auch in den tieferen Regionen. Deswegen wäre es schon cool, erstmal die... Deswegen, tiefe Höhlen. Das ist, glaube ich, dann auch mein Problem. So, eins habe ich schon mal gelernt. Man kann Säurepilze in den Bioreaktor tun. Ja, diese Pilze, ich habe mir da so eine... Hier, Purple. Das ist ja so eine Höhle, wo diese Purple-Pilze sind. Ne? Da habe ich mir schon mal markiert, aber da komme ich erst rein, wenn ich tiefer tauchen kann. Das Teil kann ja leider momentan nur 200 Meter und die Höhle, die ist ja schon, wie ich sehe, 250 oder 300 Meter tief. Ich wollte mit der Dings weiterfahren, genau. Wo ist denn das Fragment jetzt? Ich habe doch nach dem Fragment gescannt, oder nicht? Jetzt ist kein Fragment mehr da? Hä? Das ist ja komisch. Hat er den da weggeschleppt, oder was? Das ist ja merkwürdig, extrem merkwürdig. Okay.
komme ich mal mit der Kapsel schon mal ein bisschen zurück. Nein. Aus Versehen ist Gold. Ich glaube, das ist so ein Laser. Komme ich hier nicht mehr raus? Hilfe? Bin gefangen? Ja, danke für den Link und so. Chaos, Party 666. Und man sieht sich. Danke fürs hier sein. Tschüss. So, gucken wir mal. Da. Dunkel haben wir nicht mehr. Kommen wir mal zurück. Dann fahren wir mal ein bisschen mit den Drohnenaugen rum. Wenn ich da dann nämlich was sehe, was sich lohnt irgendwie, dann kann man da dann zur Drohne hinfahren. Mal zur Kamera. Ist eh ein Wrack, okay. Ich glaube, so eine... Tür kriege ich nicht auf. Die könnte ich aufkriegen. Na, wenn die Pirscher die Kamera geklaut haben, dann sehe ich ja, wo die Kamera ist, oder? Außer die schleppen sie außerhalb der Reichweite. Ich muss mich erstmal wieder gesund fressen hier. So, knallen wir mal mit der Seemotte kurz hin. Welcome aboard, Captain. All systems online. Hä? Wo ist meine Kamera? Da unten. Achso, alles klar. Das wäre ja, wenn ich die Station direkt hier finde. Ich glaube, die habe ich schon mal geöffnet. Kann das sein, dass die immer wieder zugeht? Ja, so nisch, ne? Nope. Jetzt hänge ich hier fest. Oh. Hier ist ein Lüscht, wozu bin ich hier überhaupt rein? Habe ich schon alles gescannt? Irgendwo anders? Hier ist auch nichts, nee. Hm. Okay. Aber ich würde sagen, als Ersatzgoal fahren wir da erstmal rüber. Was mir auch noch persönlich ein bisschen fehlt, dass man das irgendwie markieren kann, welche Wracks man schon abgesucht hat, dass man sagen kann, das Wrack jetzt bitte ausblenden oder so. Das wäre noch extrem cool.
hier schon mal? Also verliert man schnell die Übersicht, selbst wenn man diesen HUD-Chip hat, dass man das alles sehen kann, ne, da verliert man trotzdem schnell die Übersicht, weil es einfach zu viele Wracks gibt. Das sieht auch aus wie scannable. Ist aber nicht. Nope. 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 Oh nee, nein. Shit. Ihr scheiß Viecher. Ich erschreck mich immer jedes Mal bei dem Mist, ey. Aber wie? Oh. Das kann ich nicht scannen. Wundert mich aber ein bisschen. Sieht so aus, als ob man das scannen können müsste. Aber gut. Ist halt so, dann, ne? Kann man auch nicht scannen. Okay. Ein Kaffeeautomat. Hatte ich den schon? Okay. Komisch, komisch, komisch. Ne. Okay. Weiter. Weiter, weiter. Zu knapp. Das kann ich scannen. Ich gucke mich lieber bloß erstmal um. Nicht, dass mich hier gleich was anknabbert. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. New blueprint acquired. Ich sag ja, ich kann bestimmt. Bevor ich meine Fahrzeugmodifikationen baue, kann ich bestimmt das andere Teil schon bauen. Weil so das dumme Gefühl. Das ist eine Idee, Tanja. Das ist wirklich eine gute Idee. Mit Bojen markieren und entdeckt dran schreiben. Das ist eine Idee. Echt jetzt. Man erst mal drauf kommen, ne? Guten Abend, X-Chatzer oder wie man das auch immer ausspricht. Hallo, willkommen. Ja, ganz gut, mir zumindest. Ich habe schon wieder das Gefühl, dass ich gleich gegessen werde. Das ist mein Problem.
Warning. Maximum depth reached. Hull damage. Ja, wir gehen noch schon höher. Schon wieder? Ach du Scheiße! Seht ihr das da unten? Seht ihr das da unten? Da sind irgendwelche Viecher. Holy shit! Aber nicht nur einer. Maximum depth reached. Hull damage imminent. 75 Meter. Da war nicht nur einer von den großen, ne? Es hat eigentlich sinnvoll hier noch. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Ich glaube, das ist hier zu gefährlich, oder? Die machen mich hier klar, glaube ich. Oder sollte ich mich. Nee, ich spiele das zweite oder dritte Mal, aber letzten Endes. Sehen die mich, wenn ich das Licht ausmache? Wisst ihr das? Weil das sind doch so eine Viecher eben gewesen, die man. Ich überlege da so hinzutauchen zu diesem Signal. Wenn ich hier einfach so stehen bleibe, müsste doch theoretisch. Holy shit, ey. Holy shit. Moment. Wir machen erstmal einen Speicherpunkt. So. Dann gehen wir mal raus, reparieren unser Kram hier. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Ich bin wieder zurück. Holy. So, am besten, ich weiß nicht, ist das die Strahlung, was hier immer so flackert, oder ist das ein Grafikfehler bei mir? Dass mein Treiber da schon wieder rumspackt von der Grafikkarte. Ist dieses Flackern normal, weil da halt Strahlung ist, oder? Ist schon merkwürdig. Ich werde das mal höher tauchen, weil ich möchte nicht so einen Viechern begegnen. Ich glaube, die haben auch eine gewisse Tiefe. Ich glaube, die ganz großen Viecher, die schwimmen nicht so an der Oberfläche rum, ne? Lob ich. Was ist das hier eigentlich? What is that? Lieber noch mal umgucken.
Integrating new PDA data. New blueprint acquired. Raubtier-Täuschkörper. Aha, interessant. Die Reaper. Die Reaper sind doch die, die den Schrott sammeln, oder nicht? Oder sind die Reaper die auch die Seemotte hier angreifen? Schrott, okay. Hier bin ich noch gar nicht lang getigert. So, normaler Schrott, hier ist wieder so ein... Okay. Sind ja noch nicht so schlimm, die Viecher, ne? Schlimmer sind ja die anderen, die die Seemotte kaputt machen. So, was ich brauchen kann, ne? So wie Titan hier. Boing. Erstmal hier lang. Was war das für ein Geräusch? Das kam mir jetzt nicht bekannt vor. Okay. Sind auch ein Haufen Teile, aber das sieht alles wie normaler Schrott aus. Das kann man bestimmt scannen. Und das da hinten kann man scannen. Das werde ich auch mal machen. Rückenfragment. Schon. Das ist bestimmt auch wieder so ein Brückenfragment. Okay, hatte ich auch schon. Ist ja dasselbe. Schubkanone. Den habe ich auch noch nicht gescannt. Kann man ja mal, ne? Da geht's denn wieder hoch oder was? Okay. Eine Sackgasse. Ah, ist klar. Ja, was zum Glück. Durch? Nee.
klasse Höhlensystem. Ah, hier ist auch eine Sackgasse. Okay. Muss mich gleich mal wieder reparieren hier, wenn ich hier wieder raus bin. Das ist cool, dass man jetzt nicht unbedingt Ressourcen verbraucht, wenn man sich repariert. Wäre schon kacke. Wir können uns das Wrack ja nochmal zur Gemüte führen. Ich muss auch bald wieder saufen. So lange kann ich gar nicht bleiben hier. Ich glaube, die Tür kriege ich nicht aufgeschnitten, oder? Luta, Amazon Prime Film geschaut, das habe ich vorhin auch gemacht. Der war zwar nicht so besonders, aber ich habe vorhin auch einen, ich weiß jetzt nicht genau, wie dieser Hauptdarsteller hieß. Wollte die nee, die sehen dann irgendwie anders aus, die man auch schweißen kann. Ein Bürostuhl, sehr wichtig. Seegleiterfragment hat er schon. Also vor den Viechern da, die Müll sammeln, vor denen habe ich nicht wirklich Angst. Das ist noch, aber die, die meine Seemotte kaputt machen, die haben meinen Respekt. Da muss ich mich denn... Zugang zu sehen. Außer diese Tür, die ich nicht aufkriege. Nicht wirklich, ne? Diese Tür könnte ich aufschweißen. Ah. Lass mir erstmal Luft holen. Ach so. Hast du für 3 Euro geholt und 7 Euro Versandkosten? Das ist ja hoch. Krass, ne? So ein bisschen crazy ist das schon, finde ich. Da 7 Euro Versandkosten zu verlangen, wenn das bestellte 3 Euro kostet. Eigentlich ist man ja Prime-Member, ne? Eigentlich müsste man das Versandkosten freikriegen. Eigentlich. So. Irgendwas hier. Ich krieg hier nichts gescannt. Alles schon gescannt. Nix. Nada. Niente. Die kriegen nicht auf? Na toll. Also hier ist auch eine Strenne. Ey, lass mich raus hier. Das ist denn aber auch fies, ne?
Wenn der Versand so viel kostet und du kannst halt nicht vorher entscheiden, bevor du den Kauf richtig abschließt, das ist eigentlich... richtig genau genommen Betrug. Ne? Richtig genau genommen, weil du musst das ja vorher wissen, wie teuer das wird und alles. Und wenn sie dich nicht korrekt informieren, ist das schon eine Art von Betrug. Ködern sie dich mit günstigen Preisen und ja. Letzten Endes ist es doch gar nicht so günstig. Ich meine, letzten Endes 10 Euro für diese Steambox oder Streambox ist auch noch hinnehmbar, ne? Also. Da ist das Loot. Das geht noch für den Preis, ist das okay, ne? Ach Gottchen, ich muss ja was trinken. Können wir den Kram auch gleich mal aufladen, genau. Welcome aboard, Captain. Reparieren wir unser Seemöttchen. So. Habe ich hier schon wieder alles gesammelt? Sonst noch was? Blei? Könnte ich das hier noch mit reinlegen? So. Das packen wir hier rein. Das Silber und das Diamant und das Lithium und das Gold. Höhenschwefel können wir uns da noch auspacken. So. Bojen habe ich die ganze Zeit schon mit, verdammt. Ich hätte mal die Bojen. Ja doch. Ja doch. Ich weiß wieder, was ich wollte. Vital signs stabilizing. Gucken wir gleich noch ein bisschen Röhrenkoralle. Messer. Oh, das ist eine Röhrenkoralle. Sollte reichen erstmal. Können wir uns auf Wasser herstellen. Ist ja eine Odyssee hier mit den Laternenfrüchten sich das zu machen oder das Wasserhaushalt, ne? Dann hole ich mir lieber so ein desinfiziertes Wasser. Schubkanone. Locktiere.
Und seine Position kann von Hand oder vom Tauchboot ausgesetzt werden. Kann nicht wieder aufgenommen werden. Ein Kabelsatz, 3 Titan. Okay. Okay, okay. Denn... Verdammt, ey. Das läuft relativ gut hier. So, der ist aktiv. Nein? Oh, shit. Ich hab bald die Schnauze voll. Ich baue das Ding da bald woanders hin. Rubine brauchen wir dafür, okay. Wusste ich auch noch nicht. Oder wusste ich vielleicht schon mal, aber ich war wieder vergessen. This is Life Pod 4. We've landed close to the Aurora. Flotation device is active, but we've got some big old fish in the water with us, and I don't know how long we're gonna last. We're close to the crash site, so bring radiation protection. 4 out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Okay. 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 Ich kriege ja hier im Scannerraum so was hingestellt. Yeah. Ein einziges habe ich gesammelt gekriegt. Muss ich erstmal die Gelsäcke ausladen. Das hier erst machen. So. Pflanzen wir da, dann nehme ich erstmal diese.
Genau. So. Da habe ich zumindest schon mal eine Richtung, wo ich rumlaufen kann hier. So, dann haben wir noch ein bisschen. Die könnte man theoretisch sogar essen, ne? Die Käsecke. Hochstuhl ist neu, Zyklop, Rückenbauplan, Stoßkanone. Brauchen wir noch wieder Magnetit. Aerogel, aber auch Sobin für okay. Eigentlich mal testen, so ein Ding, ne? Okay. Wir lesen uns das erstmal kurz durch, was wir noch alles haben. Täuschkörper. Erzeugt Vibrationen, verwirbelt Luft und Wasser, gibt zufällig hochgefrequente Geräusche von sich, um einen lebenden Organismus nachzuahmen. Kann per Hand oder kompatiblen Zyklop-Tauchbooten ausgesetzt werden. Eine kleine eingebaute Batterie sorgt für begrenzte Lebensdauer, lockt Raubtiere aller Art an. Okay. Stoßkanone ist eine Modifikation der Schubkanone mit verstärkter Stoßwirkung auf Kosten der Fähigkeit, Objekte heranzuziehen. Sie kann mit der Modifizierungsstation hergestellt werden und wird gewöhnlich zur Selbstverteidigung und als nicht tödliche Schusswaffe eingesetzt. I'm not really a doctor. I know that's what my ID says, but I never have been. Cheated the medical exams. What does a doctor these days need to know about manually resetting bones? When was the last time a top surgeon actually cut someone open? That's what the robots are for. Doctors these days read diagnoses off of computer readouts. For that, I'm perfectly qualified. But what good is it when I'm not connected to the main network? I'm bleeding. I've got glowing green pustules growing on my hands. I run a self-scan, and it tells me I've got skin irritation. The only thing I studied in medical school was how to lie convincingly. What the hell do I know about how to treat an alien disease? I think I'm actually going to die down here. Das klingt fast so. To any Altera crew. Landed in area of significant alien activity. Encountered predators in the Leviathan class, highly aggressive. Spectroscope scanner assigned species designator, Reaper. One specimen attempted to swallow the life pod, doing extensive damage in the process. Only viable option is to make for the safety of the Aurora crash site. I have retrieved a data box with the creature decoy and enough resources to fabricate a couple of them. The swim's longer than the decoy lifetime, but it should just be enough to keep them busy. If you don't find me on board the ship, presume I miscalculated. Okay. Okay. Abteilung essbar. Okay, den könnte ich auch essen. Nicht schlecht. Gesack gegessen. So, das andere wächst. Ich hätte ein paar Bojen, ja. Ich könnte auch noch ein paar mehr Bojen bauen. Kupfer.
ich den letzten Kupfer auch mitnehme. Ich werde jetzt mal Tanjas Plan mit den Signalbojen, alle Wracks, die ich schon habe, die markiere ich und so, ne? Das klingt echt nach einem Plan, weil sonst wüsste ich jetzt nicht, wie ich weiter vorgehen sollte. Ich brauche ja diese Modifizierungsstation. Das ist enorm wichtig, damit ich weiterkomme, weil ich kann nicht so tief tauchen für andere Sachen und so. Müsste denn zu Fuß so weit tauchen und alles. Ne? Ich mach kurz Musik an, geh auf Toilette und dann bin ich gleich wieder da, ne? Also nicht erschrecken, Musik. Bis gleich. So, da ist er wieder. Musik aus. Zurück zum Spiel. So. Kann ich noch weitere bauen? Kann ich nicht. Kein Kupfererz mehr. Gut. Gucken wir mal. Titan. Wir fangen mal einen Titanspind an. So. Welcome aboard, Captain. All systems online. Könnt ihr jetzt auch natürlich zur Aurora fahren? Ne? Wo auch immer das ist. Habe ich nicht gerade. Ach da. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn der Teil? Wir fahren erstmal in die Richtung. Und irgendwie wird das Wasser hier auch wärmer, ne? Vorhin waren das irgendwie 23 Grad. Jetzt sind das schon 30 Grad, 28. Okay, das ist wahrscheinlich auch abhängig, wie tief man ist. 27, ja stimmt.
Ja, da würde ich so gerne rein in die Höhle, aber die ist so tief da. Das bringt nichts. Wenn ich da jetzt dran rum versuchen würde, da reinzukommen. Können wir mal probieren. 5. ...135... ...150... ...170... ...178. Wir tigern da einfach mal runter, ne? Scheißvieh. Hier schwimmen ja Piranhas rum. Wo kommen die denn her? Verdammt, Piranhas. Da Piranhas. Hier kommst du nicht rein, okay? Stasegewehr habe ich schon. 27.000 Stasegewehre kannst hier scannen. Hier ist auch zu. Hier ist auch zu. Und wo muss man doch da reinkommen? Und ihr seht ja, das ist einfach zu gefährlich, wenn man so weit immer zurück muss zum Luft holen und so. Da kann man eigentlich nicht effektiv erkunden und so, ne? Hat eben immer bloß einen kurzen Moment. New blueprint acquired. Okay.
integrating new PDA data. Beutecheck. Was habe ich gerade geskillt? Beutecheck. I thought it might get claustrophobic living underwater. Father feels it is. He'd tell me it was childish. But I stare out of the window and sometimes I think how lucky I am to see this world up close. Back on the island, I wouldn't have believed the creatures that live down here. The fish, they glow. There's one that's 90% eyeball. Snakes twice the length of a habitat compartment. Certainly, it's not all friendly. Most of the plant life is toxic. Learned that the hard way. But I've managed to coax some marble melons into growing indoors. And when they don't cover our dietary needs, well, we eat the fish themselves. It's a bit gross, but it's nothing they wouldn't do. I've been attempting to document my findings. Father approves. He says, understanding is power. That the more we know about this planet, the more we can use it to our advantage. I'm just doing it because it's fun. It's not easy without proper equipment and network access, but the old-fashioned way, observing, taking notes, testing theories, shows me the world in a way a spectroscopic analysis never could. Lately, I've been watching the crab snakes. They ambush their prey as it tries to feed on the mushrooms they hide in. What they don't eat settles on the seabed, which fertilizes the mushrooms, which feeds the herbivores, and so the chain continues. Co-evolution gives me the fuzzies. Wasserfiltersystem. Kollekt jede Flüssigkeit. Wasserfiltersystem, haben wir das hier irgendwo? Muss ich das noch ein paar Mal entdecken? Oder ist er sofort verfügbar? Wasserfiltermaschine. Titan, Kupferdraht, Aerogel. Cool. Ich glaube, das kriegen wir gebaut. Ja. Hier ist auch nichts, was man irgendwie scannen könnte oder braucht. Ne? Ja, da gebe ich dir recht. Das ist schade. Dass das nicht irgendwie mit so einem Einzelstick irgendwie geht. Muss hier raus. Hallo? Und geht nicht. Mag gar nicht mit dem Tablet. Welcome aboard, Captain.
Danke fürs Loot. So, ich glaube, ich habe hier alles abgesammelt, was ich hier absammeln konnte. Alles andere wäre bloß Gefahr. Zusätzliche Gefahr. Strahlung registriert, okay. Schon mal aus der Höhle wieder raus. Wie man in einer ollen Höhle so lange sitzen kann, ne? Aber ist nun mal so, wenn das so viele Sachen da drin gibt, die man entdecken muss, ne? Muss man sich das erstmal alles in Ruhe reinziehen. Das ist ein Riffrücken. Die ganzen Pflanzen habe ich schon gescannt. Crazy shit, ey. Ja, direkt neben meiner Basis. Das gibt schon coole Sachen hier, echt coole Sachen. Und da kann man dann irgendwie auch so ein Wärmekraftwerk raufbauen, aber dafür brauche ich dann wieder Magnetit und das ist wieder in tiefen Höhlen oder in tiefen Tiefen zu finden. Und die tiefen Tiefen, da komme ich momentan noch nicht hin. Aber der tut mir nichts. So nicht direkt. Das Zeug, das kann mir nicht anhaben. Was er da aussondert. Außer ich steig jetzt aus. Du bist gegen mich geschwommen, ne? Der ist auch infiziert. Also wenn die leuchtende Punkte haben, dann sind die infiziert. Gucken. Ja, oh Gott.
Okay, das sieht interessant aus. Shit, habe ich schon. Verdammt. Verdammt, hat er schon. Tja, beiß mich. Los. Verdammt, das habe ich schon. Ich glaube, je weiter das fortschreitet, das Spiel, umso mehr infizierte Viecher schwimmen hier oben, ne? Wenn man denn aus Versehen eins isst, dann ist man selber. Aber ich bin ja schon infiziert, also. Whatever. Müll, Müll, Müll. Ein Scannerraumfragment kenne ich schon. Shit. Erledigt. Gucken wir uns das hier mal an. Wirklich Wracks sind das ja jetzt auch nicht, ne? Oxygen efficiency decreased. Jetzt abgrasen, ob ich da irgendwas scannen kann. Nix. Jo, da habe ich schon. Ach Mensch, ey. Auch den ganzen Krams doch gar nicht mehr. Ey, einen coolen Glastisch. New Blueprint acquired. Und hier muss man sich beeilen, wenn man einen Strahlenschutzanzug anhat, weil man den sonst halt länger braucht. Welcome aboard, Captain. Habe ich noch was zu trinken bei, hat er. Vital signs. Oh, ich muss schon so zurück, denn wegen Essen.
gibt es doch coole Stellen, ey. Holy shit, ey. Ich würde so gerne da runter, aber so weit kann meine Seemotte nicht tauchen. Ey. Ziemlich verarschen. Calorie intake recommended. Okay. Hier war ich schon mal, ne? Ja. Nee, war ich nicht, hä? Warum liegt dann PDA drinne? Gibt's ja wohl gar nicht. Integrating new PDA data. Blei. Liegt Blei. Leuchtfackelinventar voll. Okay. Ab nach Haus. Haus hier, Haus da. Essen und trinken erstmal wieder. Und sehr atmosphärisch. Jedes Geräusch hat ja irgendwo seine Bewandtnis. Meistens wieder bloß Titan gewesen. Weil ich alles, was ich gescannt habe, schon kannte, deswegen kommt dann immer Titan raus. Vital signs stabilizing. Was essen? Viele Laternenfrüchte. Hallo? Gut. Glaube ich hier, ne? Ja, gut. Hochradioaktives Material. Ich guck mal rüber, was meine Scannerraum-Dings da, Boomster macht. Hier mal kurz reingucken. Ein Pilz fehlt gerade mal, okay. Leuchtet denn jetzt mit der anderen Farbe da? Verdammt. Also von hier aus scanne ich, aber was ist das?
Das ist ja komisch. In südöstlicher Richtung. Kann man sich hier schon mal ein bisschen umgucken, ohne dass man in Gefahr ist, ne? Aber wir verlassen langsam die Sensor Range. Man sieht, wie das Bild kriseliger wird. Weil ich halt wirklich außerhalb meines Empfangsbereich langsam bin. Moment. Jetzt die Kamera. Ist das meine Kamera vielleicht? Könnte meine Kamera sein. Jo, das wird die Kamera sein. Okay. Fahren wir mal zu dem Wrack. Den. Liegt das schon? Ich glaube. Nee. Würden hier keine Signalbojen rumliegen. Wenn ich hier schon mal war. Okay, da ist das Wrack. Die Richtung sind auch noch zwei. Gucken wir mal. Auch schon war wieder ein Cover. Ich glaube, hier war ich auch schon. Was immer so eine Sache, wenn man nicht genau weiß, ob man hier schon war oder nicht. Huch. Huch. Hä?
Hey, lass mich los. Verdammt. Meine Kamera wurde gerade geklaut von so einem Vieh hier. Du Schwein, lass mich los. Er hat mich weggeschleppt. Hier ist so ein Kaffeeautomat und der würde hier nicht liegen. Hatte ich den schon gescannt eigentlich? Hm. Huch. Glaube ich. Alter, schon wieder? Klaut er mir einfach meinen. Ja, toll. Ich fahre mal zurück damit zur Basis. Sonst wird mir ständig hier wieder meine Kamera geklaut. Steck mal die Kamera hier so hin. So, Nahrung läuft. Ich würde sagen, ich erkunde den Morgen weiter. Ich werde nachher nochmal unter der Dusche springen und muss ich auch morgen wieder arbeiten. Jetzt sehe ich die Uhr nochmal. 22 Uhr knapp. Hm. Ja, läuft ja nicht weg. Läuft ja nicht weg, ne? Würde mal sagen, danke für alle, die zuschaut haben. Erstmal heute ein bisschen kürzer als sonst. Da morgen bin ich, denke ich mal, auch wieder da. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht mit Subnautica. Ich denke mal, bis Freitag ist so und so erstmal Subnautica vielleicht angesagt. Mal gucken, wie weit ich komme. Am Freitag macht ja da so ein neuer Server auf, Unlimited RP. Und, oder besser gesagt, der startet in eine Closed Alpha Phase und da werde ich dabei sein und das werde ich auch streamen. Aber bis dahin werde ich mal Subnautica oder Surviving Mars oder sowas anderes spielen, ne? Also danke für die Loots, danke fürs Hiersein und sowas alles, ne? Und, ich würde noch mal gucken, vielleicht können wir sogar noch jemand hosten. Ist ja mal selten, dass ich mehr als zwei Zuschauer habe. Da kann man mal einen Host schmeißen. Moment. Wen haben wir denn? Ich meine, ich brauche jetzt nicht gucken, wer Subnautica zockt. Das wird bestimmt keiner sein. Vielleicht die großen Streamer brauchen das auch nicht. Wir hosten Zahnfee. Ne? Danke fürs Hiersein. Tschüss.